5 Abflugbereit. Gelb 6 Abflugbereit. Gelb 4 Abflugbereit. Rot 3 bereit. Wunderbar. Gelbe 1 Rakete. Gelbe 1 Rakete. Passt und Gas geht auf. Gelb 5 Rakete. Gelb 6 Rakete. Gelb 4 Rakete. Rot 3. Gelb 1 Solo. Gelb 5 Solo. Gelb 8 Solo. Okay, wir gehen jetzt bitte in Kampfformation ein bisschen mehr Abstand lassen. Ganz leicht, rechts und links aufspalten. Ich werde dann eh ausbrechen, ja. Okay, ja. Dann bleibt Jost bitte aber mit dran und dann kannst du in deine Jagdschutzposition gehen. Ja, gut. Was ist euer Ziel? Russian Armored Column in 0914. Die russischen Panzer. So, Achtung, Formationswechsel an alle. Wir gehen Formation Linie, das heißt Nick macht Nummer 2, Jos macht Nummer 3, Gotte Nummer 4, Knipser Nummer 5. Wir greifen von vorne nach hinten an. Das heißt, ich nehme das letzte Ziel und Knipser nimmt das erste Ziel. Die anderen dann sinnvoll in der Reihenfolge nach hinten aufreihend. Noch Fragen? Bitte. Dann bitte jetzt Formationswechsel. Gut, dann achso, okay. Sekunden. Sag eben an, wenn er abgeworfen ist. Ich baue eine Bombe raus. Bombe raus, Bombe raus. Ah, schön, haben wir uns knapp. Sah geil aus, sah geil aus. War doch abgesprochen, hä? Ja. Angsthase. Bombe raus. Du hast genau auf die gleiche geschmissen wie ich, aber egal. Macht nix. Ich meine, nee, Jos meine ich jetzt gerade. Achso, okay. Wer ist da reingeflogen? Leute. Gott, warst du das? In Random ist, glaube ich, rein. An Random, ja, selbst von Schuld. Der hört es ja nicht. Okay, Abflugkurs 090. 090, alle Mann. 090 und steigen. Vollgas, alles was drin ist. Vom Ziel aus jetzt sind wir gerade auf Hallo 10 Führungsmaschine und 090. Oh Gott, warst du das? Gott? Dein Mikro ist noch aus, vielleicht. Ich höre dich nicht. Er ist zumindest tot. Hallo? Ja. Gott? 090? 090, ja, in Feindgebiet rein. Ah, okay, alles klar. Ja, er knackt nur. Nee, ja gut. Ja, hallo? Hat Gott vielleicht. Ja, ach Gott, ja. Ja. Jetzt bist du, da. Du hast nicht aufgepasst, du bist in unsere Bomben rein. Nee, ja, ich hatte mich angemeldet, dann habt ihr mich nicht gehört. Du, dein Mikro war aus. Ja, wir haben dich jetzt erstmal gehört, wo ich gesagt habe, dein Mikro war aus. Als du gesagt hast, es rauscht, da habe ich dran gedreht und dann ist der Kontakt anscheinend weggegangen. Scheinbar, ja. Das ist dann, tut mir leid, dann deine eigene Schuld, ja. Ja, nee, okay. Welche Hallo habt ihr? Weil ich wir steigen noch. Wir steigen 090 raus und wir gehen Nordpol dann. Wir treffen uns dann erstmal vom Ziel etwas weiter weg. Erstmal Nordpol hochgehen. Wir haben das Ziel zerstört. Echt? Ja. Boah, Rido. Ja. Nicht schlecht, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ja, auch nicht. Männer, ihr seid super. Boah, also da bin ich jetzt positiv überrascht. Ich dachte, wir üben einfach so ein bisschen, aber umso besser. Sehr schön. Ah, ich sehe da meinen Flugplatz unten tief, welche rumfliegen. Ja, tief 2 Uhr. Ja, genau. 2 Stück. Über Anap. 4 Stück. Da ist aber Flak. Über Anapa Port. Ja, aber macht nichts. Karte ist bald vorbei. Ja, stimmt. Karte ist bald vorbei. Na, 15 Minuten noch. Wir beobachten die mal kurz. Die werden jetzt eh Höhe machen, wegsteigen. Ist jemand von euch tief auf Deck am See? Negativ, keiner von uns. Wir sind alle hoch. Nein, nein. Achtung, ich gehe jetzt weiter bei Rolf. Die gucken wir uns jetzt genauer an. Da gehen wir auch rein. Die sind jetzt relativ weit vom Flugplatz weg. Können ja nur Feinde sein. Hängt ihr so halbwegs dran? Ja. Sind 3 Maschinen, die ich jetzt sehe. Könnten mehr sein. Vorsicht, wir gehen jetzt ab mal in freien Luftkampf. Achtung, Führungsmaschine beginnt. Pauke, Pauke. Freier Luftkampf, Pauke. Bleibt so lang, es geht dran. Ansonsten löst euch auf. Einer hat gerade Licht angemacht kurz. Geht auf Energie und auf Nummer sicher. Es geht los. Viele Kontakte, ich sehe 4 Stück jetzt. Dieses zweite Flugfeld, das westliche von denen. Ich stürze einen Tempest an. Ich habe keine Ahnung, ich stürze einfach mal runter. Abschuss.
Tempest Hack ab, Horido. Ich flieg die nächste Tempest an. Spitty. Nee, Spitty sag ich. Wieder nur 50 und raus. Der Manu sagt, wenn du raus bist, ich kann rein. Bin raus. Und mach Höhe. Victor, ich komm rein. Das war ein schöner Abschuss. Oh, ich hab alles daneben geballert, ich Idiot. Wer schießt? Ich hab grad geschossen. Schön. Macht Höhe, Leute, macht erstmal wieder Höhe, ganz wichtig. Nicht gleich weiter. Ich bin aber gerade bei den auf Deck, ich geh grad den P38 an. Sorry, egal. Auf Deck ist keine Quelle. Ich bin bei den Kollegen. Ich weiß das nützt mir nichts, ich brauch ne. Egal. Sag mir einfach welches Flugfeld, Anapa oder wir sind in 10-16, Vorsicht, wir sind 10-16. Termine, danke. Ja, dann. Ja, einen hab ich. Oh. Ja, Victor, den sehe ich runtergehen, sehr schön, Jos. Kann ich bestätigen. Dann. Euch jetzt verloren. Geh erstmal hoch, mach Höhe, Jos, mach Höhe. Die Perfter hat lebt noch unten auf Deck. Ich hab da gerade ein bisschen drauf gegangen. Die ist jetzt ab. Oh, du weißt was auch. Hallo. Denkt an die Höhe, an die Energie, ganz wichtig. Oh, eine 262, ne, kann das sein? Ja, doch, ne? Kann sein, doch, ja. Nein. Ja, jo. Eine 262. Hat er von euch geschossen? Da kommt jemand ran. Achtung, du kriegst 6, 2 Stück kommen da ran bei dir, pass auf. Victor. Die haben Energie. Oh ja, scheiße, wo kommt die denn jetzt her? Schießen auch. Ich komme mir vor bei den Geräuschen wie im U-Boot. Ja, bist du das oder ist das Gotte wieder? Nee, ich glaube, das ist Gotte. Wie ist die Konstellation da unten? Hat einer schießt da Probleme? Ja, da hängt Nick mit zwei Amis am Arsch. Hier hängt zwei Amis am Arsch. Ja, Nick hängt zwei Amis am Arsch. Aber ich lasse die überziehen. Ja, ich komme runter. Ich bin deiner. Ich glaube, ich sehe es auch. Ich komme dazu. Hängen beide überzogen. Ah, ja. Lecker. Ah, scheiße. Ja, ich werde zu schnell hier. Da kommt noch ein dritter Ami dazu. Ihr sagt mir, wie ich fliegen soll. Einer schießt. Wenn du jetzt geradeaus fliegen könntest, das wäre super. Oder? Ne, der ist weg. Der hat sich weggetrudelt. Oder? Er fängt sich. Nee, schlicht ein. Doch, ich habe eine Mustang auf der 6. Ich gehe an die Tempest ran. Motor ist aus. Enorm. Oh, und? Ist jetzt los? Okay. Neuner nicht. Ah, eine Focke Wolf. Oder? Ich sehe auch noch eine Tempest tief bei der Anschlussstelle. Ich gehe rein. Kontakte rein jetzt, da ist alles voll da unten. Ja, ja, das ist halt ja. Flugplatz zu kämpfen, ist immer. Ficke. Der Bahn stützt auf Tempest in dieser Tief. Raus. Ah, das sind einige von uns, da habe ich eben Gelbsken, glaube ich, gesehen. Kampf da unten, einer schlägt. Oh, verdammte Scheiße, Rudel. Ich bin noch so weit weg. Raus, Flügel ab. Ich gehe nochmal auf die Tempest, fliegt geradeaus, tief. Ich sehe, ich glaube, ich stürzen. Oh. Raus. Hast geschossen, ne? Ja. Ist er nicht? Ah, da ist er. Ja, ja. Boah, ich bin jetzt direkt drüber, ich stürze auch mal rein. User joined your channel. Namen. Namen Dui. Hallo Dui. Hallo Dui. Hallo. Kurz mal Ruhe, wir sind gerade im heftigen Luftkampf. Jos, bist du noch an der dran an der Tempest? Ja, warte, ich bin gerade im Blackout, komm. Scheiße. Ja, nee, alles gut. Weil ich habe die kurz verloren. Ja, ich auch. Bin jetzt aber auf dem Scheitel, ich würde runtergehen. Auf die Tempest. Haben wir den 262 hier mit drin? Ja, positiv. Ja, ja, ich sehe sie da unten. Einer schießt gerade drauf. Ja, ich habe sie getroffen. Ja. Und Abschuss. Heute ja, hoch. Wunderbar. Ich gehe runter zur 262, die hat auch einen dran. Ja, das bin ich. Er stellt sich rein. Die oh, scheiße, ich hab ein Split hier. Ich sehe sie, ich sehe sie. Ich hau ja, mal kurz ab. Dran. Bin gleich dran. 5 Sekunden. Wie lange geht nochmal die Notlassung bei der Kurfürst?
10 Minuten, aber mit MW50. Musst du 10 Minuten Vollgas reinprügeln. Verstanden. Notleistung selber ohne MW50 nur eine Minute. Aber du musst wirklich gucken, dass der Druck, auf dem MW50 ist. Ja, hab ich. Ja, dann kannst du 10 Minuten fliegen. Wenn es wächst, dann hat man wie viel? Eine. Ja, ist noch da. Gut. Der Druck mit dem müsste ja nachlassen. Der Druckanzeiger war links irgendwo, ne? Ich hab 0,8 habe ich noch, das reicht noch. Habe ich die Speed bei der, G14 ist er links neben dem Schubregler, bei der K4 ist er an der neben der Geschwindigkeitsanzeige. Wow, scheiße. Ja, ich bin frei, ist steig wieder. Ist auf 0. So, wollen wir uns irgendwann nochmal sammeln? Ich würde sagen, wir haben noch 8 Minuten. Wenn wir schnell sind, können wir noch abfliegen und landen, oder? Wollen wir das machen? Knapp, aber... Ich wurde gefangen genommen. Wir schicken dir ein Care-Paket. Dankeschön. Oh, die ist viel ein Care-Paket. Ein Claire-Paket. Claire-Paket. Hallo Claire. Scheiße aus der Heimat. Ja, hier bei uns in Stuttgart gibt es so immer die Care-Woche, ne? Dass man ein schönes Treppenhaus pflegen muss. Da gibt es auch so eine schöne Karte, wo drauf steht Nobody Cares. So, das hängt vor uns im Büro und das ist einfach selten dumm. Nobody cares. Ich such das gleich mal raus, das Bild. Sau gut. Das ist sehr schön. Das ist mein Humor. Nobody cares. I don't care. Ich care heute nicht. Aber nobody cares ist halt... So, bis zum Flugplatz komme ich nicht, aber wahrscheinlich so gerade über die Grenze. Ja, das ist doch schon mal das Hauptsache eigenes Gebiet. Karte ist eh gleich rum. Ja. 50 Sekunden, das schaffe ich noch. Schon angestrahlt werden. Das kann sein, ja. Werden auch nicht so groß sein. Das ist ein dunkler Hintergrund, die Berge sind dunkel da hinten dran und dann, ja. Ja, wenn du von der Sonne angestrahlt wird und hell ist, ja, dann... Werden sie, ja. Also das nenne ich mal wirklich eine Punktlandung. Aber das ist schon extrem, also... Ja, nee, das ist dann aber immer noch ausgeschaltet. Wenn sie an wäre, dann wären sie mega groß, wenn du rausschubst. Ja, das stimmt schon. Dann hat sich meine Sehfähigkeit verbessert. Bin geheilt. Ich kann wieder sehen. Hält den Strumpfhosen, ne? Wo vom Baum auffällt, das ist der Punkt. Ich muss sagen, ich habe mir eine Sehhilfe gekauft. Direkt gegen den nächsten Baum rennen. Boah, Kongo. Geil. Das hat echt noch geklappt. Ich bin auf der Wiese gelandet. Aber wirklich auf die letzte Sekunde bist du da gerade wieder. Ja. Die Maschine ist despawned, da habe ich noch nicht voll abgebremst gehabt. Zack. Geil.